Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde FM 17. Kaiserslautern ist heute unser Gegner und wir werden auch den Pokal noch haben mit Hannover 96 und da gibt es eine schöne Nachricht und zwar wird das Spiel im Fernsehen übertragen und das heißt, wir kriegen 450.000 richtig nice Cola, also für uns ist das sehr, sehr wichtig. Habe ich die News hier zufällig noch irgendwo? Sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Ich habe halt ein bisschen was gescoutet, damit wir schon mal so ein bisschen Vorbereitung haben auf den Winter. Ich glaube, ach ja, ach, guck mal. 450.000, richtig, richtig geil. Dürfte für uns sehr, sehr gut sein. Ja, habe ich schon aufgestellt? Nee, sieht nicht so aus. Kübler hat sich ja verletzt. Habe ich das gesagt? Ja, ne? Ja, klar, natürlich. Ja, wird vielleicht fürs Hannover-Spiel wieder fit sein, aber für dieses Spiel hier nicht. Die letzten beiden Spiele liefen für uns nicht ganz so gut. Da müssen wir halt ein bisschen besser spielen. Wir haben Kaiserslautern als Gegner. Die sind auf 15, also nicht wirklich gut dabei. Letztes Spiel auch verloren gegen Heidenheim. Ja gut, wir haben auch gegen Heidenheim verloren. Was spielen die denn? 4-2-3-1, okay. Dann was sollten wir spielen? Das ist hier die Frage. Was sagt denn die Spielvorschau? Erstmal. 4-2-1, gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auf ein 4-2-3-1, ja doch, auch. Ja, die letzten Spiele waren nicht so gut, aber wir haben teils auch, naja, gegen Bremen war es scheiße. Gegen Heidenheim ging's, Strengel wird mal vorne spielen, links, wir müssen auch auf den Pokal achten. Aber Pokal ist ihm nicht so wichtig wie die Liga. Allerdings, ja, ich würde sagen, wer ist denn dann der nächste Gegner? Am nächsten Wochenende Dresden. Also zwei Spiele innerhalb von 4 Tagen kriegen sie eigentlich hin. Müssen halt gegen Dresden schon. Na gut, komm, machen wir erstmal. Also Tommy links, dann wobei. Ich möchte das enge 4-2-4 spielen. Da habe ich jetzt irgendwie eine bessere Idee damit. Und hinten machen wir erstmal ganz klar Rakowski, so wie es sein soll. Rechts müssen wir auf Steinfeld zurückgreifen. Beziehungsweise könnten natürlich auch McKinnon oder Nesterla nehmen, aber ne. Links Holthaus, dann in der Mitte Abohana, bei dem müssen wir dann auch langsam mal überlegen, was wir nun machen werden. Und Nesterla, Kai Bülow wieder auf der 6. Das hat ja immer gut funktioniert eigentlich. Dann nehmen wir Seguin, ein bisschen weiter hinten. Box-to-Box wird McKinnon. Und vorne nehmen wir dann Platier, der kommt auf die Shadow-Striker-Position. Und ach ja, wen noch? Sivodedov wäre eine Option. Weihrauch wäre natürlich eine Option. Auch Tommy wäre eine Option. Aber das beste Gefühl habe ich eigentlich mit Sivodedov. Gut, wen könnten wir so auf die Bank mitnehmen? Endlicher nehmen wir noch mit. Vanvetsch müssten wir auch noch. Nehmen wir lieber Berger mit. Wir bräuchten. Dann sollte es passen. Vielleicht funktioniert's ja. Wäre doch sehr, sehr schön. Gegen Lautern, die halt auch ziemlich weit unten stehen halt, ne? 15 war es jetzt gerade, glaube ich. Zeig mal, FM. Pfui. Hey. Ja. 10 Punkte haben sie, wir haben 15. Na gut. Kai Bülow macht sein 175. Ligaspiel für den Verein. Okay, guter Mann. 4-2-3-1 gegen 4-2-4 eng. Wobei ist eigentlich ein 4-3-3, ne? Eigentlich kann man auch ein enges 4-3-3 sein. Ich glaube, wir nehmen lieber das enge 4-3-3. So, Jungs, pusht euch. Vor allem nach dem letzten Spiel gegen Lautern. Stimmt, es war nicht schön, als die im Abstiegskampf waren und wieder einfach Punkte hergeschenkt haben. Ich bleib übrigens für den Start auf Angreifen und gucken einfach mal, ob es funktioniert oder nicht. Am besten natürlich ja, aber naja. So. Also wie in unseren Heimtrikots, obwohl wir auswärts spielen und Lautern spielt in Rot von links nach rechts. Der Koppel ist nix. Stibi ist dabei. Der RZM ist ein bisschen angeschlagen, das haben wir eben schon gesehen.
Messi kriegt sehr, 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 sehr früh eine gelbe Karte. Zweite Minute, eieiei. Okay, dann sollten wir den mal ein bisschen mehr decken, wenn er gute Flanken schlagen kann. Ah, Lautern im Angriff. Stieber auf Ziyech zurück. Schöne Flanke rein, aber kommt nicht an der Bohane vorbei. Jetzt könnte es einen schönen Konter geben. Sivadet auf unten wäre Streuengel. Wird früh angespielt. Ach ja, war auch zu früh angespielt. Viel zu früh. Schön gemacht von Holthaus. Gutes Tackling. Sivadet auf. Vorbei. Vielleicht auch nicht. Doch, jetzt ist er vorbei. Könnte Streuengel anspielen. Nimmt lieber nochmal McKinnon mit. Es war eine schöne Übersicht auf Holthaus raus. Schöne Flanke rein und Sivodedov macht ihn rein. 1-0. Sehr schön gespielt, Jungs. Sehr schön gespielt. Und Sivodedov, ja, war anscheinend die richtige Entscheidung. Schön. 19 Minuten und wir führen. Klasse Ball auf die Außen und dann schöne Flanke rein. Sehr schön. Löst sich doch gut von den Verteidigern, hat er gut gemacht. Gehen jetzt auf Kontrolle, einfach nur damit wir halt nicht die ganze Zeit extrem pushen. Idee wäre natürlich jetzt auch kontern und Lautern kommen zu lassen, aber boah, ist gefährlich, ist glaube ich sehr gefährlich. Als wir das letzte Mal eine Führung hatten mit der Formation, war es ja so, dass ich eigentlich auch auf, ich glaube, kontern gegangen bin. Lief nicht gut, dann auf Kontrolle lief auch nicht gut und da habe ich einfach auf angreifen gelassen. Ich glaube, das lief auch nicht gut. Einfach mal schauen, was jetzt so passiert. Aber momentan sieht es noch ganz gut aus. Bis auf die Tatsache halt, dass wir uns keinen Ballbesitz schnappen. Eine Szene wird es noch geben von dem Halbzeitpfiff. Gauss war, glaube ich, der Spieler, der angeschlagen ist. Sivodedov, der das Tor gemacht hat. Schön auf Steinfeld. Vielleicht eine schöne Flanke in die Mitte. Da steht schon Strohengel und der macht ihn auch rein. 2-0. Sehr nice, Jungs. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Eigentlich auch ein richtig schöner Zeitpunkt. 73% Passgenauigkeit. Aber gut, wir führen 2-0. Also wo sollte man da meckern, ne? Schöne Flanke rein, schlecht verteidigt, muss man auch sagen. Ah, wir sind auf 3 Punkte Kurs und das ist gut. Halbzeit also. Schön gemacht, Jungs. Genauso weitermachen. Ich spiele, denke ich, gut. Ich meine, klar, 73% Passgenauigkeit. 47% Ballbesitz. Aber komm, passt. Das Ergebnis links oben ist viel schöner als die Statistiken. Und Lautern hat sein System umgestellt auf ein 4-3-3. Eigentlich wie bei uns, nur halt, dass es 3 ZMs auf einer Reihe sind und 2 Stürmer anstatt 2 Zehner. Erster Wechsel. Sammer geht raus. Börte kommt rein. Oh, ein schöner Freistoß. Ja. Der war gut getreten, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber war auch nur eine Einzelaktion, ne? Also muss nicht so viel heißen, wenn er halt ein Freistoß. Erstmal, dass man überhaupt so einen Freistoß hergibt, ist natürlich blöd, aber. Kann man übrigens auch mal hochspringen. Ach, Mann. 2-1. McKean macht nicht mehr so den ganz fitten Eindruck mit seinen 67%. Alexander Ring bekommt gelb. Jetzt so ein 3-1 wäre sehr, sehr schön, ne? Holthaus auf Kai Bülow. Vielleicht eine schöne Flanke rein. Ball kommt gut. Ja, schade, kommt nicht gut. Nochmal kommt der Ball rein, aber mit rechts die Flanke leider nicht präzise. Soll es das schon gewesen sein mit der Szene? Ich denke eher nicht. Ja, den sollten wir haben. Ah, in die Mitte. Okay, kommt an. Auf jeden Fall nach Holthaus. Glück gehabt, dass der Ball noch ein bisschen zurückspringt. Oh, Abu Hanna springt unterm Ball durch. Nesseler passt auf. Sehr stark gemacht von Nesseler. Der hohe, lange Ball raus war jetzt aber auch nicht so nötig. Jungs, bitte. Wir haben 2-0 geführt. Please. Please. Oh, kommt an Holthaus vorbei. Flanke sieht nicht gut aus. Gerade deswegen geht er jetzt nicht rein. Oh. Kannst du keinem erzählen. Oh. Mwene, ja, haben wir ja gelesen, dass er gute Flanken schlagen kann, ja. Die ist verunglückt und landet genau deswegen im Tor. Super. Na geil. Na geil, ohne Witz.
Ach, oh, Berger kommt rein für McKinnon. Scheiße, ey. Komm schon, Jungs, wir kriegen das noch hin. Ey, wir haben 2-0 geführt, das kann nicht wahr sein, ey. Sivodedov. Ball kommt in die Mitte und kommt durch. Yes! Holthaus mit rechts. Frage ist, was mache ich jetzt? Gehe ich nochmal zurück? Ja, gut. Kontern? Komm, wir probieren es einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut gehen kann, wenn wir weiter nach vorne marschieren. Schön, ja, sehr viel Glück eigentlich. So schön war das nicht. Es war eigentlich nur glücklich. Noch ein Wechsel. Wir bringen. Eigentlich kann der Platte ruhig mal, ne? Aber dafür ist das Ergebnis so unsicher. Ach komm, ich geb dir mal das Vertrauen. Müssen eigentlich jetzt nur noch ein paar Minütchen durchhalten. Das werden sie ja wohl schaffen. Und dann werde ich, glaube ich, gleich nochmal defensiv wechseln. 2 Minuten gibt es oben drauf. Wobei, nee, eigentlich will ich nicht. Idee wäre nämlich gewesen, Nesta rauszunehmen, wegen der gelben Karte halt auch. Aber ich habe auch keinen weiteren Sechser mehr auf der Bank. Dann bringen wir einfach Patrick Weihrauch ein für Platier. Der wird schon genug Zeit von der Uhr nehmen. Bitte. Ja, 40 Sekunden noch. Vielleicht kann noch was passieren, vielleicht nicht. Ball kommt sehr schlecht rein. Jungs, Jungs, please, Jungs, Jungs, Jungs. Das ist Alexander Ring. Läuft und läuft und läuft. Es ist eigentlich kein guter Winkel. Boah. Aber nach der Flanke sage ich nichts mehr, ne? Also, oh, aber das sollten wir jetzt im Kasten haben. Er war schwer defensiv. Mann, 2 Gegentore, muss nicht sein. Gegen Lautern, die halt echt nicht so stark waren. Da haben wir halt ein bisschen die Konzentration anscheinend verloren, nachdem wir mit dem 2-0 in Führung gegangen sind. Ah, gut. Hauptsache Sieg. Kann jetzt auch ruhig mal abpfeifen eigentlich, ne? Dankeschön. Ja, was sagen wir? Eigentlich war es ja ein gutes Spiel, aber halt hinten, ne? Aber gut, ein allgemeines Lob gibt es auf jeden Fall, weil. Ja, was in der zweiten Halbzeit los war. Kann man natürlich auch sagen, weil im Prinzip war es ja so, ne, dass wir uns sowas von haben hängen lassen. Andererseits muss man halt auch sagen, es war halt eine Einzelaktion mit dem Freistoß. Und dann halt eine Einzelaktion mit der missglückten Flanke. So krasse Abwehrfehler waren das eigentlich gar nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich waren die Gegentore doch eher Pech. Oder beziehungsweise können halt bei dem Freistoß. Das war ja nicht Pech, aber die Flanke war halt Pech für uns. Und bei dem Freistoß, ja gut, kommt halt drauf an, was das für ein Tackling war. Wenn er da halt gut durch war und er kommt ja gerade noch so im letzten Moment an und kriegt halt kein Rot, sondern Gelb, dann ist das ja schon gut. Halt ein bisschen Pech für ihn dann, also für den, der gefoult hat, dass der Ball dann trotzdem reinging. Nee, eigentlich. War ein tolles Spiel, sage ich. Weil, ganz ehrlich, was sollen die Jungs denn machen bei der missglückten Flanke? Gut, Holthaus hätte vielleicht ein bisschen besser decken können. Gut, das passiert, dafür hat er das Tor gemacht. Und eine Vorlage übrigens auch noch. Und bei dem Freistoß, ja, passiert. Nee, da muss man, glaube ich, nicht so meckern. Geht schon in Ordnung. Also 3 Punkte, schöne, wichtige Punkte für uns. 18 Punkte haben wir jetzt. Was habe ich denn eigentlich vor der Saison nochmal gesagt, was unser Ziel ist? Ich glaube, 45 oder so, ne? 45 bis 50 Punkte. McKinnon könnte eine Pause gebrauchen, ja. Wann ist denn das Spiel jetzt nochmal? Donnerstag? Ach, wir haben Freitag gespielt. Sorry, deswegen sah gerade so strange aus. Ja gut, dann machen wir einen trainingsfreien Samstag. Dann passt das schon. Ja, passt. Sind wir mal nicht so streng. Ja, Ingolstadt gewinnt 1-0 gegen Fürth. Bochum, Frankfurt 1-1. Seguin macht ein solides Spiel.
Auch wenn das die schlechteste Leistung ist, mit solide über die komplette Spielzeit, fehlerfrei und genaues Passspiel, dann können die Jungs gerne sowas als schlechteste Leistung zeigen, habe ich nichts gegen. Hannover, die Frage ist, wann spielen die? Die müssten doch bestimmt so am Samstag spielen, die spielen doch bestimmt nicht am Freitag. Bei einem Tag macht wohl nicht so viel aus. Zeig mal her. Und die spielen gegen Bayern. Ah, heute 18:30 Uhr. Als nächstes dann gegen den HSV. Ja gut, gegen Bayern kriegen sie bestimmt auf den Sack, aber gegen Stuttgart haben sie gewonnen. Gegen Dortmund verloren, gut, das ist passiert. Gegen Wolfsburg aber gewonnen und gegen Union. Na gut, gegen Union ist klar. Wie macht sich denn eigentlich Braunschweig so? Sehr, sehr stark momentan auf 8. Bayern nur auf 9. Ei, was ist da los? Union halt nicht wirklich gut, genauso wie Hertha. Naja, mal schauen. Würzburg hat gewonnen. Momentan wissen wir noch nicht wirklich, wer halt so unsere Konkurrenten sind. Wenn wir die ganze Zeit eigentlich so im Mittelfeld bleiben, haben wir eigentlich auch gar keinen Konkurrenten. So, Abwehrarbeit, ja. 4-4-2 würde unser Scout meinen, wollte ich sagen, dass Hannover das spielt. 4-4-2, Oh, sie haben 1-1 gespielt gegen Bayern. Wer ist denn bei Bayern Coach, dass sie so abkacken? Immer noch Ancelotti. Vier, vier, zwei Zentrale. Also ich glaube, ich bleibe sogar in dem engen 4-3-3. Bin mir aber noch nicht sicher. Ja, schwere Entscheidung. Oh, Bremen hat verloren gegen Dresden, unseren nächsten Gegner. Darmstadt 2-0 gegen Freiburg gewonnen. Bielefeld gewinnt gegen Heidenheim. Damit ist Heidenheim nicht mehr niederlagenlos, aber auch Sandhausen hat verloren jetzt, ne? Gegen. Achso, okay. Nichts gesagt, zwar Freiburg. Sandhausen. Ach, hier haben sie ihre erste Niederlage bekommen gegen Darmstadt am letzten Sonntag. Also in der Liga ist jetzt keiner mehr ohne Niederlage. Sandhausen immer noch ganz oben, dann Bremen, dann Heidenheim. Ach, hätte man halt, ne, hätte man diesen Punkt gegen Heidenheim noch mitgeholt, wo wir dann trotzdem noch das 3-2 kassiert haben. Ich glaube, dann wären wir halt ein bisschen, ja, eigentlich wären wir dann auf 3. Schade. Ja gut, ne, hätte wäre und so weiter. Hannover. Also, wenn wir noch eine Runde weiterkommen würden, was natürlich unrealistisch ist, ne? Wir spielen nicht mal zu Hause und so. Das wäre natürlich richtig geil. Ja, die Fans sind zu Recht pessimistisch. Aber naja. Überraschungen gibt es hier immer wieder, ne? Kann natürlich auch einfach sein, dass wir jetzt mega auf den Sack bekommen. So, bei uns ist Rakowski und Steinfeld und Sivadedov im Team of the Week, aber kein Holthaus. Wundert mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Rakowski ist, glaube ich, jetzt schon seine zweite Nominierung, seitdem er bei uns ist, was sehr schön ist. Kassiert aber leider noch ein bisschen zu viele Gegentore, was aber halt nicht seine Schuld war jetzt in Bezug auf das letzte Spiel. Hannover, Dienstag. Eigentlich haben wir da auch noch genug Zeit, finde ich, um uns zu regenerieren für das Montagsspiel gegen Dresden. Also so schlimm dürfte das gar nicht sein. Aber naja, warten wir mal ab. Drei Spieler fallen verletzt aus bei denen und Sobiech fällt auch aus. Und es wird wohl halt ein 4-4-2 und Fossum die meisten Torvorlagen. Drei Tore, vier Vorlagen, nicht schlecht. Sehr gut sogar. Und so wie es ausschaut, können wir eigentlich hier alles so lassen. Kübler nehme ich aber mit. Und zwar für Kohl und lass ihn dann aber auch gleich spielen. Fitness dürfte passen. Der Rest sollte auch so passen. Ja, komm, lassen wir uns überraschen, was gegen Hannover so läuft. Vielleicht kriegen wir irgendwie was hin, was gut wäre. Diamantakos 7 Tore. Ach. Also wirklich 4-4-2. Ja, fast nehmen wir auch noch ins harte Tackling. Wird schwierig werden gegen ihn. Und beide Außenverteidiger auf den schwachen Fuß. Jungs, ja, pusht euch einfach. Ich meine, wir haben ja eigentlich nichts zu verlieren. Vor
Von daher, vielleicht geht ja was. Werden auf Kontern starten. Auf geht's. Auswärts in Hannover, DFB-Pokal, zweite Runde. Interessante Konstruktion vom Dach. Gut, auf geht's. Hannover in Rot von rechts nach links und wir halt in Blau, hoffentlich in einem guten Spiel. Wir müssen halt wirklich sehr auf Fossum aufpassen anscheinend. Ich meine, Hannover, haben wir gesehen, sind nicht so geil in der Liga. Aber wenn Fossum trotzdem... Krei. Wenn Fossum trotzdem 3 Tore, 4 Vorlagen schafft, dann ist es nicht schlecht. Streuengel, ja, eigentlich müssen wir einen auswechseln. Oberschenkelzerrung darf man nicht mit spaßen. Der wird sonst einen Monat fehlen oder so. Ja, muss Felix Platte reinkommen. Dann wird er aber Stoßstürmer. Weil haben wir Thomas Kunz mitgenommen? Nee, shit. Weil ich brauche ja nicht so viele Zehner da mitnehmen und ein Stürmer reicht ja dann. Ah, Mist. Oh, Jungs, aufpassen mit der Kübler. Ein bisschen zu weit weg vom Gegenspieler. Ball kommt in die Mitte rein. Oh, und dann noch so ein Start. Ah, ist das bitter. So ein Start halt, ne? Ein Streuengel, der sich verletzt und dann noch ein Gegentor. Ah, gut gespielt. Kübler steht halt zu weit weg von Ofori und dann ist in der Mitte auch viel zu viel Platz. Holthaus macht das auch nicht stark gegen Hanik, da ist er auch zu weit weg vom Gegenspieler und reagiert dann auch zu langsam. Wir haben eine Ecke. Sivo Dedorf bringt den Ball nicht gut rein. Platt hier nochmal auf die lange Ecke und... Jawohl! McKinnon nach Vorlage von Felix Platte. Platt hier auf Platte und dann McKinnon. Sehr schön. Ich bleib mal auf Angreifen, vielleicht nützt es ja was. 10 Minuten nach dem 1-0, das 1-1. Schön nachgesetzt, nachdem die Ecke nicht ganz so gut war. Bringt McKinnon den Ball dann auf Platt hier. Der auf Platt und der dann auf McKinnon. Ah, jetzt hat Hannover leider eine Ecke. Ja, kommt gut. Aber Rakowski steht da. Nach rechts am besten nicht. Ich würde schon nach links. Na. Wer soll denn da stehen? Ich meine, wir hatten ja gerade den perfekten Blick, ne? Schon sieht man das nochmal. Er hat halt hier hingespielt. Warum spielt er da hin? Vor allem Kübler, er rennt halt nicht mal dahin. Ah, Jungs. Ah, Rakowski, Mensch. Ah, nicht... Oh, was machen die? Was machen die? Nein! Oh mein Gott! Max, Freistoß. Geklärt, Bülow, aber viel Platz für Hannover. Auf Hori schnell, auf den müssen wir unbedingt aufpassen. Flanke... Direkt in den Mann rein. Max, Linksverteidiger, bringt den Ball auf Platte. Der schlägt die Scheiße raus. Da ist Kübler, unser Rechtsverteidiger. Ach, hätte in die Mitte spielen müssen. Nessela passt. Oh, Jungs, Jungs, miteinander reden. Oh, Jungs, please not, please not. So, Rakowski, stark gemacht. Boah, das ist mal hin und her hier. Ofori, wo ist er? Hier. Unbedingt aufpassen. Und Erdinsch auch bitte. Eieiei, das ist schwer. Gut geklärt. Bitte. Ja. Schade. Ja, die Frage ist, ob das jetzt mit dem Angreifen noch Sinn macht. Aber macht das mit dem Kontern Sinn? Macht das mit Standard Sinn? Macht das mit Kontrolle Sinn? Holthaus mit der gelben Karte. 72, jetzt 73% Passgleichkeit. Ja, auch Bülow mit der gelben Karte. Ja, es wäre ein Scheißzeitpunkt für ein Gegentor. Kübler leider zum Gegner. Fossum aber auch nicht gut mit Kopfball. Bülow. Ah, oh, ist eigentlich sehr eng, was die da unten machen. Mitte? Mitte? Nein! Oh, spielt doch einfach mal ab! Ah, ja, den... Ja gut, das ist nix. Ah, ich glaube, ich werde auf Kontrolle gehen. Für die zweite Halbzeit. Weil, aber so viel Ballbesitz schaffen wir uns nicht. Ich glaube nicht, dass wir das sehr erhöhen könnten.
Ja, es gibt so einige Sachen, die sind gut. Es gibt so viele Sachen, die sind scheiße. Wir können auf jeden Fall noch deutlich besser. Ja, probieren wir es mit Konter nochmal. Sivodedov spielt nicht gut. Der kriegt jetzt mal einen liebgemeinten Rat, und zwar, dass er besser spielen sollte. Kübler auch. Ja, generell die ganze hintere Viererkette könnte ruhig mal ein bisschen besser spielen. Wird noch eine schwierige zweite Halbzeit, aber ein bisschen was ist möglich. Hätte Platte halt den reingemacht, ne? Fuck, wäre er halt der Gott gewesen. Da ist er wieder. Platte. Vielleicht einfach mal schießen. Schade. Ich meine, da ist es in Ordnung, wenn sie einfach mal schießen. Da haben viele Gegenspieler vor sich. Kaum Mitspieler bei sich. Da kann man ruhig mal schießen. Aber wenn halt links und rechts einer ist und die Lücke schön auf ist und man noch hätte gehen können, da möchte ich nicht, dass sie dann schießen. Fossum, bringt den Ball auf links. Oh, Jungs, aufpassen bitte. Ball kommt eigentlich nicht gut. Abohana klärt nicht perfekt. Fossum legt runter. Hanik kommt nicht ran. Ball ist immer noch sehr heiß. Flanke ist gut. Und Ball ist drin. Scheiße, ey. Ach, ey. Schon wieder Hanik, ey. Das Problem ist, Hannover hat erstens umgestellt, sehe ich gerade. Aber hat auch so viele Spieler, die so gefährlich sind. Ach. Ist dann halt auch Pech im Glück für uns, dass der Ball dann halt so perfekt zurückspringt. Sivodedov wird wohl gleich rausgehen. Salif Sané geht raus, André Hoffmann kommt rein. Patrick Weihrauch kommt rein für Sivodedov. Und, nee, ich kann nicht immer wechseln, falls wir vielleicht irgendwie es noch schaffen sollten, in die Verlängerung zu gehen, bräuchte ich das. Weil die Regel, echt haben sie nicht mit reingenommen. Wobei es ja, glaube ich, eher das Achtelfinale ist. Mit der vierten Auswechslung. Ein bisschen wurde jetzt auch bei Hannover gewechselt. Einen Verteidiger haben sie auch gebracht. Kommt schon, Jungs. Irgendwie noch den Ausgleich. Das wäre halt so geil. Ah, Steinfeld, das kann ich eigentlich nicht machen. Der ist 16 halt. Bei vielleicht Tommy. Tommy wäre noch eine Idee, um halt komplett offensiv zu gehen. Ja, vielleicht geht hier jetzt was. Kübler, komm. Da ist Patrick Weihrauch auch gerade erst reingekommen. Ball kommt in die Mitte. Ah, schade. Reagiert keiner von uns. Nesela aufgepasst. Ah, schlecht. Mit Glück aber nochmal zu Seguin. Rom wäre eigentlich eine gute Variante. Nimmt den Weg nach unten mit Holthaus. Okay, das sah aber ziemlich fies aus. Flanke aber auch sehr schlecht. Jetzt eine schöne Flanke. Ich meine, Platt ist ja auch groß. Ach, Weihrauch legt ab und Platt hier. Nein! Nein, ich wollte schon jetzt sagen. Nein, ach, fuck. Och, und wir haben nicht das Glück. Platte, kriegt er den Ball? Nee, doch, doch, er kriegt ihn, er kriegt ihn. Über die Grätsche gesprungen, liegt in die Mitte. Weihrauch. Ja, Mann! Yes! Boah, 2-2. Aber heftig, wie Hannover jetzt schon zweimal miteinander holzen wollte, ne? Wir haben mal Glück, dass der Ball trotzdem noch rein ist, weil hier, wenn Platte da fällt, kriegen wir halt einen Elfmeter. So, die Frage ist, was jetzt, ne? Kontern hat ja eigentlich nicht gut funktioniert. Also das möchte ich jetzt nicht nochmal machen. Aber die Frage ist, können wir auf Angreifen bleiben? Eigentlich nicht. Aber wir haben unsere besten Szenen gehabt, als wir angreifen waren. Und wir haben unsere Gegentore nicht bekommen, als wir auf Angreifen waren. Ich lasse es einfach so. Vielleicht funktioniert jetzt da noch was. Also, oh, wenn wir jetzt ein Tor machen, ne, dann freue ich mich. Seguin bringt ihn rein. Aber Maze passt sehr gut auf. Jungs nach hinten. Please. Sehr interessanter Abwurf. Sehr hoch vor allem.
Anik. Oh, Jungs, passt bitte auf die. Oh, nein, bitte nicht. Harkowski-Dog. Nein. Krei, krei, krei. Okay, auf Angreifen kriegen wir auch. Ging. Tore. Super. Erik Tommy kommt rein für. Ach, Mann. Für Holthaus. Bülow alleiniger Sechser. Ach komm, Bülow macht immer Dreierkette. So, alles nach vorne. Hau den Ball in den 16er. Godolli spielt nein. Ah, kein. Ah, das kann nicht wahr sein, ey. Ja, ist Flügelspieler, Flügelspieler. Shadow Striker nehmen wir jetzt mal weg. Oh, fuck. Rückendeckung. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Ach, ist das bitter, ey. Ja, da sind wir einfach zu weit aufgerückt, weil wir halt auf Angreifen stehen wahrscheinlich. Aber ja, wir haben halt auch auf Kontern die Gegentore bekommen. Kommt schon, Jungs, bitte. Bitte, bitte, bitte. Kommt schon, Jungs, bitte. Ah, der Einwurf ist scheiße. Harnik. Ja, Dienst, was macht er? Kommt vorbei. Oben ist viel Platz für Karaman. Oh, Latte, okay. Glück gehabt. Ah, ich glaube, das wird's gewesen sein. Platin nochmal mit Gelb. 2 Minuten oben drauf und es sieht so aus, als ob es das gewesen wäre. Ja, Hannover hat den Ball. Ach, Mann. Ja, wir haben hart gefightet, aber ja, die Gegentore, das war jetzt. Ah, Scheiße. Ja, ich bin wirklich unzufrieden eigentlich hinten. Da hätten wir viel mehr machen können. Ja, immerhin. Ach, ey, Scheiße. Was hätte ich da machen sollen? Auf Kontern haben wir die Gegentore bekommen, weil wir auch nicht wirklich viel Ballbesitz hatten. Auf Angreifen sahen wir sehr lange gut aus und dann kriegen wir trotzdem so ein Gegentor und halt nach dem Konter von Hannover. Und Kontrolle, dafür hatten wir zu wenig Ballbesitz eigentlich. Und ich glaube auch nicht, dass wir den hätten bekommen können. Und Standard hätte eigentlich keinen Sinn gemacht. Ach Mann, es regt mich auf. Das zweite Kommen wäre halt so drin gewesen. Auch wenn es die Statistiken vielleicht nicht sagen, aber ich fand, wir waren schon echt gut dabei. Schade, Hannover war dann wirklich einfach zu stark. Und Streungel 3 bis 4 Wochen ist natürlich auch ein super Verlust. Bitte. Wow, Leipzig. Nee, Quatsch. Sasa ist bei Schalke. Leipzig schlägt also Schalke, Dortmund, Gladbach, Bremen, Freiburg, Bayern ganz knapp gegen Magdeburg weiter. In der ersten Minute das Tor. Union schlägt Mainz, hoffe. Den KSC und Darmstadt schlägt 1860 München. Ach Mann, ey, hätte ich bloß auf Kontrolle geschaltet mal zum Testen. Ah, dass jetzt halt wirklich Streungel noch ausfällt, das ist natürlich auch toll. Ich hätte vielleicht auch die Außenverteidiger auf Unterstützen machen können, anstatt auf Angreifen, damit die vielleicht ein bisschen
besser sind. Und dann hätten wir über die Außen halt nichts hinkriegen können. Ich meine, das erste. Nee, das erste Tor fiel nicht durch die Außen. Aber sonst sind die ja außen bei uns offensiv halt überhaupt nicht besetzt und alles kann sich auf die Mitte konzentrieren. Ist halt auch wieder so eine Sache. Kaiserslautern schlägt Hertha, wie? Bielefeld schmeißt Stuttgart raus. Und Düsseldorf schmeißt Frankfurt raus. Ach man. 4-1-4-1 wird Dresden wohl spielen. Jedenfalls laut dem Bericht. Ach Mann. Schade. Na gut, wenn wir jetzt gegen Dresden gewinnen, dann ist ja eigentlich auch schon wieder alles gut. Wäre noch halt ganz cool gewesen, weil wir halt auch ordentlich Geld bekommen würden. Was macht Jannicke so? Ich meine, jetzt ein Tor mal, ja, gut, per Elfmeter. Heißt ja auch schon wieder nix. Anfällig gegen 4-4-2 sind irgendwie viele unserer Gegner. Liegt vielleicht daran, dass sie vor unserem Spiel meistens gegen Darmstadt oder Nürnberg spielen und die spielen ja 4-4-2 bzw. 4-2-3-1. Wen hat der HSV verloren? Kostic, ui. Gegen wen muss denn Hannover jetzt ran? Dortmund, na gut, da wäre dann für uns natürlich Schluss gewesen. Aber wir hätten halt nochmal wahrscheinlich TV-Geld bekommen, was ganz schön wäre. Ich bin enttäuscht. Auch wenn es halt ein Erstligist war. Unsere 19 spielt sogar jetzt gegen Hannover. Wanwitsch hat sich verletzt, 3 bis 4 Wochen. Momentan nicht so schlimm, aber auch nicht so schön. 4-0 haben sie gewonnen. Ja, das hätte ich mir für die erste Mannschaft noch gewünscht. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen sehr unrealistisch gewesen. Wobei, so weit entfernt von 3 Toren waren wir nicht. Hätte Platte halt diesen einen Ball gemacht, ne, am Anfang. Wo sich Verteidiger und Keeper nicht einig waren. Ah, trifft dann das Außennetz. Schade. Aber gut, kannst nichts machen. Leider. So, Dresden, also. Ich habe schon wieder vergessen, was die spielen. Ich glaube, 4-2. Nee, 4-1-4-1 war's. Auf Platz 9 momentan. Wir sind auf Platz 8. Also ein direktes Duell, aber alle anderen haben halt schon gespielt. Könnten. Im Idealfall auf Platz 4 gehen. Das wäre sehr schön. Das wäre sehr, sehr schön. Aber Dresden bestimmt kein leichter Gegner. Vor allem, wenn sie halt wirklich 4-1-4-1 spielen. Vertraue ich dem Scout einfach mal, dass sie das wirklich spielen. Ich würde mir aber gerne nochmal kurz den Bericht anschauen. Wenn ich ihn irgendwo sehe, wo, durch welche Seite oder ob sie halt durch die Mitte kommen, die Jungs aus Dresden. Rechter Flügel. Oh, viel über die Flügel. Wobei die Prozentzahlen was anderes sagen. Oh, sie haben sogar gegen Bremen 1-0 gewonnen. Ui. Ui. Zwar nur durch den Elfmeter, aber gegen Bremen musste halt erstmal gewinnen. Na, wenn die über die Außen kommen. Dann gehe ich aufs 4-2-3-1. So, Platte, ja, wird Strongel ersetzen. Die Frage ist, was machen wir mit dem Rest? Also Bülow ist hinten mit Abohana die Innenverteidigung. Ja. Und ich würde sagen, wir nehmen dann halt Weihrauch und Tommy auf den Außen. Und McKinnon bekommt mal ein bisschen Pause. Und Thomas Kunz wird dann auf der 10 spielen, damit wir so eine Art Doppelsturm haben, wenn es nötig ist. Und die Doppel-6, Seguin geht auf seine richtige Position und 6er. Sivodedov könnte das, aber ich möchte nicht. Ach, Wanwitsch ist ja verletzt, dann nehmen wir Berger mit.
würde ich sagen. Und Bay auf links. Ja, wobei, nee, das sind mir schon wieder fast zu viele Veränderungen. Ach, ja, komm, kannst du so machen. Dresden wird halt schwer werden, wenn sie hinten stark stehen mit dem 4-1-4-1. McKinnon bekommt nur eine Pause. Ich weiß nicht, vielleicht werden sie ja mit langen Bällen agieren, aber ich werde jetzt erstmal nichts an der Taktik ändern. Na gut. Ist Heimspiel, also pusht euch. Wird halt schwer ohne Strohengel. Aber ich meine, wir haben Platt ja auch nicht umsonst eingekauft, von daher erwarte ich da schon ein bisschen was. Thomas Kunz auf der 10. Wird auch interessant. Woher ja Sivodedov und Platje dann halt die 10er-Position gegeben haben im letzten Spiel. So, wir bauen das Spiel auf Berger. Dresden auf jeden Fall nicht mit frühem Pressing. Seguin und Weihrauch können durchstecken. Ja, jetzt ist er leider im Abseits, das ist ein Foul. Ja, wir haben Freistoßschützen mit Tommy. Der kann das, ne? Wer geht hin? Tommy. Vielleicht, vielleicht, ne? Ist auch eine schöne Position eigentlich für den Linksfuß. Ja, kommt gut. Oh, trifft den Pfosten. Ach, Mann. Fuck. Schöner Freistoß, leider ein bisschen zu präzise. Denke ich, gelb dafür bekommen? Nee, schade. Pascal Itter bekommt jetzt aber die gelbe Karte. Nach knapp 30 Minuten. Wir haben sehr viel Ballbesitz mit knapp 70%. Schöne Passgenauigkeit, aber es ist halt noch kein Tor da. Halbzeit ist angesagt. Jungs, ich spiele bisher echt gut, aber es geht halt noch besser. Ich sage erstmal, ich. Scheiße. Ach, Scheiße. Hätte ich wissen müssen. Hätte ich wissen müssen, dass das die falsche Ansprache ist. Ich versuche es jetzt auch ein bisschen zu retten, aber die sind jetzt alle verwirrt. Ach, Scheiße. Ja, es war dumm. Ich wollte die halt ein bisschen pushen und sagen, ja, Jungs, ich spiele bisher echt gut. Macht weiter so und dann kommt halt das Tor, aber das war halt das Falsche. Ah, das hätte ich wissen müssen. Hauptsache, das ist jetzt nicht so schlimm, aber eigentlich machen die Teamtalks da nicht so extrem viel aus. Berger mit der gelben Karte. Stunde ist um. Dresden hat jetzt mal einen Torschuss gehabt, da den haben wir nicht gesehen, also so gefährlich kann er nicht gewesen sein. Weihrauch nochmal auf die Außen, schöne Flanke rein, sehr gut! Yes! Sehr schön, sehr, sehr schön. Felix Platte macht sein Ding. Wir gehen auf 4 hoch. Ui. Hoho. Ja, so kann es dann halt mal gehen, ne? Schöner Doppelpass mit Weihrauch und Kübler. In der Mitte löst sich Platte und macht ihn eiskalt rein. Vigas ist dann noch ein bisschen dran, aber kann dann auch nichts mehr machen. So, neuer Stürmer für Dresden anscheinend. Nee, doch nicht. Doch, jetzt schon. Daniel Frahn, der hat den Elfmeter gegen Bremen gemacht. Tommy nicht ganz so gut dabei. Haben wir Melvin Kohl mitgenommen? Nee, das hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen sollen. Endlich, er kommt da mal rein. Minuten noch, in denen wir einfach gut verteidigen müssen. Dresden hat jetzt das letzte Mal gewechselt. Und wir sind auf Siegkurs. Sivodedov kommt nochmal für Thomas Kunz rein. Mit dem Ballbesitz und der Passgenauigkeit, die wir haben, sollte das eigentlich kein Problem mehr werden, weil wir eigentlich fast alles sicher in den eigenen Reihen haben.
Aber jetzt kann natürlich was passieren. Also sicher ist es nicht. Ist klar beim 1-0, ne? Holthaus, hier wurde Edorf gerade erst reingekommen. Per Hacke weiter auf Endlicher, der auch gerade erst reingekommen ist. Das Platt hier. Oh, sehr schön. Platte meine ich natürlich nicht Platt hier. Oh, Pyro. Sehr schön, Felix Platte, Doppelpack. Platte ging natürlich gerade erst raus, ich habe mich einfach nur versprochen. Ach, schön gemacht, Sivo Dedorf, er ist hereingekommen. Auf der 10er Position für Kunz. Ich hatte gesagt, Platte ist... Ah, schön gemacht auf jeden Fall von Platte, der gerne anscheinend über die Grätschen springt. So, dann kommt noch Dennis Steinfeld rein. Für Kübeler, der ein starkes Spiel gemacht hat. Und dann haben wir hier den Sieg drin. Ja, am Ende des Tages können wir, glaube ich, zufrieden sein. Heute 2 Siege in der Liga. Und ein sehr starker Auftritt gegen Hannover. Dann aber leider defensiv ein bisschen zu oft zu spät gewesen. Jeden 2-0 ist gut. Wir gehen auf 4 hoch. Sehr schön. Momentan haben wir halt 0 Abstiegssorgen. Das ist sehr, sehr schön. Und meine Ansprache hat natürlich den Ausschlag gegeben. Sehr schön gemacht, Jungs. Sehr schön. Hinten auch immer wieder eine gute Leistung. Ja, ja. Das ist gut. Auch schön dominant gespielt. Also Dresden hatte eigentlich keine Chance. Da haben wir alles richtig gemacht. Platte halt auch, starkes Spiel. Können wir ruhig mal nochmal extra loben, weil er hat ja lange, lange drauf gewartet, weil er nicht an Strengel vorbeikommt und jetzt, wo halt Strengel verletzt ist, was wir erwartet haben, ne, sind wir mal ganz ehrlich. Weil Strengel hat sich ja letztes Jahr schon 2-mal verletzt, ist halt auch nicht mehr der Jüngste und Platte ist halt 22 und jetzt wird er halt gebraucht und jetzt ist er da, das ist halt genau das Richtige. 2 Tore in der Liga gemacht heute und ein Tor im Pokal. Sehr schön. Nee, es war ein Tor und eine Vorlage sogar im Pokal. Also ich bin zufrieden, auch wenn wir halt im Pokal raus sind. Nächste Folge dann Bielefeld auf 10, St. Pauli auf 14 und Sandhausen, die sind ganz oben. Also vielleicht, wenn ja alles supi-dupi läuft in der nächsten Folge, dann könnten wir eventuell auf einen Aufstiegsrang landen. Aber gut, hören wir auf zu träumen. Wir wissen alle, es wird halt noch die Saison des Aufbaus sein und nächstes Jahr würden wir dann gerne da oben mitspielen. Aber wenn wir weiterhin konstant gute Ergebnisse in der Liga einfahren, unsere Form ist nicht so perfekt, muss man sagen. Aber die anderen haben auch nicht so eine perfekte Form, außer vielleicht, nee, eigentlich gar keiner. Eigentlich gar keiner. Sind alle nicht wirklich perfekt konstant. Aber ich würde es natürlich nehmen, ne, wenn es passieren würde in dieser Saison. Ah, es sind erst 13 Spieltage oben. Ist noch viel, viel zu spielen. In der nächsten Folge müssten wir uns dann vielleicht auch schon so langsam darum kümmern, was ist, wenn wir Winterpause haben und was wir machen könnten. Da haben wir eine Länderspielpause zwischen Bielefeld und St. Pauli. Müssen wir schauen, was wir in der machen können, was wir, oder für was wir die nutzen können. Gut, also bis zur nächsten Folge. Tschüss!